So, hallo und herzlich willkommen zu Feedback. Jetzt laufen wir tatsächlich. Ja, ich bin nicht Jakob, der hier normalerweise sitzen würde. Ich bin Simon, ihr kennt mich nicht. ich habe heute bei mir eine Band, die Kapelle Petra. Hallo! Ja, und die haben mich dafür bezahlt, dieses wunderbare Album in die Kamera zu halten. Das war nicht billig. Ja. Also, das muss man auch mal sagen. Bezahlt haben sie mich mit diesem Album und es heißt die Under Forgotten Table. Ich kann das gar nicht richtig aussprechen. Aber wir fangen erstmal damit an. Stellt euch erstmal vor, wer seid ihr denn überhaupt? Also ich bin der Opa von der Kapelle Petra. Ich spiele Gitarre und ich singe. Ich bin der Siepe und ich spiele Bass. Ich bin der Figgel Schmidt. Oh, scheiße. Eigentlich bin ich der Dagi B. Ich spiele Schlagzeug bei der Kapelle Petra und gebe Schminkclips auf YouTube. Porn. Ja, damit hätten wir die Verwirrung für sämtliche Radiozuhörer jetzt schon mal geschaffen. Ja, ihr habt hier dieses wunderschöne neue Album. Außerdem habt ihr gesehen, euch gibt es jetzt schon seit knapp 20 Jahren. Hängt das irgendwie miteinander zusammen, dieses Album und die 20 Jahre? Ja, das hängt schon miteinander zusammen, weil wenn wir jetzt wenn es uns nur 10 Jahre geben würde, dann hätte es das Album jetzt nicht gegeben. Also? Sondern erst in 10 Jahren. Erst in 10 Jahren, ja, genau. Nein, also, ja. 20 Jahre Kapelle Petra. 20 Jahre Kapelle Petra. Ja, viele Leute sind ja aufmerksam auf euch geworden. Entweder durch Sarah Kuttner habe ich gelesen. Dafür bin ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu jung, weil die scheint ziemlich oft euren Hit Geburtstag gespielt zu haben. Den ich dann persönlich, Generation Joko und Klaas, auch genau daher kenne. Von New Paradise. Und war das wirklich so, dann 2012, 2013 seid ihr, glaube ich, auch in dieses professionelle Musikmachen geraten. Wie ging das alles, also wie fing das überhaupt an? Also meinst du jetzt das mit Joko und Klaas, oder? Ja. Ja, also wir haben Joko irgendwann mal auf dem Festival kennengelernt und das war, glaube ich, 2009 oder so. Und da war Joko auch noch nicht so bekannt, da hat er, glaube ich, das war, glaube ich, kurz vor MTV Home. Und wir haben irgendwie uns sofort ineinander verknallt, weil wir, glaube ich, so den ähnlichen Humor hatten. Und seitdem sind wir halt irgendwie in Kontakt geblieben und deshalb sind wir relativ regelmäßig halt bei Zirkus Halligalli und halt vorher bei Neo Paradise und MTV Home. Ne, und vorher halt Sarah Kuttner, die hatte irgendwann mal 50 Jahre Jubiläum oder so eine Sendung. Und da lief halt auf Dauerschleife halt unser Geburtstagslied, was wir natürlich total großartig fanden. Und das war, glaube ich, so der Schritt in die große Medienwelt. Ja, ich glaube, da hat sich auch einiges in der Zwischenzeit getan. Wenn ich überlege, Geburtstag, habe ich vorhin gelesen, von 2002. Genau, 2002 haben wir das Lied aufgenommen, glaube ich, 2007 aber erst das Video dazu gemacht. Oder so. Ne? So viel, viel später. Viel später. Und dass das halt irgendwie so ein Hit war, war natürlich auch nicht abzusehen, weil damals auch YouTube, glaube ich, gab es, glaube ich, noch gar nicht wirklich oder nur so ganz klein. Und ja, dann ist das irgendwann bekannter geworden halt. No. Ja, inzwischen über 2 Millionen Klicks. Ich glaube, ihr steuert sogar heftig auf die 3 Millionen inzwischen zu. Das ist schon erstaunlich, dass 1000 Klicks so macht ihr locker in einer Woche damit inzwischen. Ist euch das überhaupt bewusst? Ja, das ist letztens lustig, dass du das sagst. Letztens ist das aufgefallen, als wir mal überlegt haben, wie wir es mit den Videos machen können, mit dem neuen Album, hat uns dann einer vom Team darauf aufmerksam gemacht, dass wir unglaublich viele Klicks haben. Die auch. Ich sehe dich, alles gut. Ja, die also tatsächlich selbst immer noch, also das aktuelle Video auch übertreffen. Ja, das ist Wahnsinn. So. Ich glaube, dass wirklich jeder postet es dem anderen auf die Pinnwand, wenn er Geburtstag hat und somit verteilt sich rasend schnell. Ja, wir haben gerade noch kurz unten im Büro auch darüber geredet, dass viele Leute zwar das Lied kennen, aber euch überhaupt nicht. Ehrlich? Ja. Ja, guck, jetzt sind wir sogar hier und dann können sie uns doch kennenlernen. Wir haben ja auch gerade von euch noch Geburtstagshütchen geschenkt gekriegt, deshalb. Ja, wir dachten, wenn ihr schon hier seid, dann organisieren wir Geburtstagshütchen. Ja, oh, Geburtstagskapelle. Oh. Aber ihr habt ja auch noch viele weitere Lieder, die ja auch durchaus etwas von Humor und durchaus auch etwas Absurdität zeugen. Ich habe vorhin, glaube ich, den schönsten Liedtitel von euch gefunden, war Curly Sue ist kein Name für ein Mädchen aus Gelsenkirchen, irgendwie sowas. Mhm. Ja, stimmt, das ist von, war das bei der vorletzten Platte, der Stadtranderholung? Ja, das stimmt, ne? Ja. Genau. Ja, das sind halt, ne, wir haben halt schon zum Teil ernste Themen, die wir dann aber irgendwie ganz gerne so ein bisschen humorvoll verpacken. Und klar, diese Klamauknummern wie Geburtstag oder Gewitter oder Wurst oder sowas, die machen wir auch natürlich auch gerne, aber wir haben auch schon manchmal eine Aussage und verpacken die dann halt trotzdem ganz gerne so ein bisschen lustig.
Ich wollte euch jetzt auch nicht da irgendwie in eine Trash-Ecke drängen. Nein. Das kann man auch gar nicht, weil wie gesagt, diese Trash-Ecke, die haben wir ja nun mal auch. Ne? Und das machen wir eigentlich auch total gerne. Und das ist einfach auch eine Seite von Kapelle Petra, die wir auch auf keinen Fall missen wollen und für die wir uns schämen, im Gegenteil. Ja, das bemerkt man auch, wenn man sich das Albumcover mal ein bisschen anschaut. Kapelle Petra, The Under Forgotten Table, ihr seid erstmal nur zu zweit da drauf. Da ist noch hier die Gazelle, wenn ich mich nicht ganz irre, vorne mit auf dem Cover drauf. Kurz mal vielleicht von euch erklärt, was ist denn überhaupt die Gazelle? Boah, Gazelle war quasi der allererste Bassist, ja, von der Kapelle. Und da hat sich aber nach einer Probe schon rausgestellt, sitzen kann er besser als spielen. Ja. Und dann war er eigentlich fortan immer mit dabei. Irgendwie hat sich dann einfach dazu gesetzt. Aus Spaß, wir haben da auch nicht drüber nachgedacht. Und irgendwann funktionierte das. Und dann kriegt er auch hier und da mal so ein paar Gimmicks aufgetragen. Und es gefiel ihm anfangs überhaupt gar nicht. Bis er dann gemerkt hat, oh, das kommt an. Ja. Und seitdem macht er das und ist auch immer eigentlich regelmäßig mit dabei. Es war recht schnell klar, dass er einfach andere Qualitäten hat. Also seine Präsenz und Ausstrahlung überstrahlt bei weitem sein Bassspiel. Genau. Und er mag es ja auch, ne? Er muss nicht viel machen und wird trotzdem abgefeiert ohne Ende. Und das ist natürlich was Gazelle auch wirklich sehr liebt. Und dafür und ihm auch die liegt. Gazelle. Genau. Ihr liebt die Gazelle liebt euch. So. Das ist doch schön. Ja, dann habe ich noch eine Frage, die mir allerdings generell schon bei eurem aktuellen Artwork aufgefallen ist. Hier ist ein schönes KP und ein TT. Warum? Also, ja. Das müsst ihr mir jetzt wirklich mal erklären. Ich sehe hier Under Forgotten, okay, das TT ist nochmal tiefer gelegt. So. Aber KP, TT, das... Ja, was? Ja, kann man, aber... Wofür soll das stehen? Wenn du das letzte Wort liest... Ja, lies mal Under Forgotten. Lies mal Under Forgotten. Dann die beiden T's. Under Forgotten... Ich will lösen. Ja, okay. Ja, bitte, ich bin zu blöd. Es ist ein Tisch. Das ist quasi der underforgottene Der Tisch. Table, der Tisch. So, aber ne? Jetzt. Ey, ihr schüttert. Bäm. Springende Punkt. Wenn man das hier mal auf schwarz sieht, dann macht das auch viel mehr Sinn. Ja, ein weißer Tisch vor einer schwarzen Wand. Ey, ihr schüttert gerade. Ihr habt's. Ja. Aber so ist es. Genau. Mein Gehirn explodiert gerade. Wir haben doch mehr dabei nachgehört, als man denkt. Ja, ich dachte, ich kann euch eine blöde Frage stellen, aber so blöd war das dann wohl gar nicht. Schade. Wo ich so schön die ganze Zeit Ja sage. Ihr habt ja auch eine neue Single draußen. Ja. Ja! Ja! Genau. Haben wir zusammengeschrieben mit Tobias Röger, einem guten alten Freund von uns, der damals war Sänger der Wohlstandskinder. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Wahrscheinlich, ne? Ja, schon mal gehört. Ja, und Tobi ist jetzt halt so ein guter Produzent und Songwriter, schreibt jetzt irgendwie für Lindenberg und Christina Stürmer. Und da wir Tobi halt kannten, hat er gesagt, ja, mit Kapelle möchte ich auch mal gerne noch ein Lied schreiben. Oder wir haben gesagt, kannst du nicht mal mit uns ein Lied schreiben? Und dann habe ich mich mit Tobi da hingesetzt und wir haben echt 2-3 Wochen irgendwie... an 2 Liedern gebastelt und dabei ist die erste Single rausgekommen, die halt Ja heißt und eigentlich eins unserer Lieblingslieder ist, eins von 14 Lieblingsliedern, würde ich sagen. Auf diesem Album. Auf diesem Album, genau. Gibt es auch schon als Video. Das hat der tägliche Sieb, hat das Video gemacht. Als Regisseur. Oh. Genau. In der Bullenhalle in Hamburg haben wir das gemacht. Vielleicht nochmal kurz, könnt ihr vielleicht erklären, worum geht es in dem Lied? Das ist eigentlich so ein bisschen hedonistischer Text. Nein, ist gar nicht hedonistisch. Der ist einfach so, dass man einfach mal öfter auch mal Ja sagen muss und sich nicht irgendwie in seinen eigenen 4 Wänden verschanzt, weil es da ja so gemütlich ist, das Nestchen. Und auch mal irgendwie schräge Sachen wagen. Gar nicht mal jetzt so irgendwie als Aufruf an die Gesellschaft. Das finde ich nämlich mal doof, wenn irgendwie Bands sagen, da, man muss das und das und das machen, sondern eher so als kleiner Weckruf an uns selber, auch mal wieder ein paar schräge Sachen zu wagen und andere Wege mal auszuprobieren. Gut, dann würde ich vorschlagen, hören wir doch mal rein. Oh ja. Kapelle Petra mit Ja. So, wir hören jetzt hier nichts. Jetzt kommt nämlich dieser magische Twist unserer Sendung. Die Leute im Radio, die werden jetzt das Lied hören. Die Leute auf YouTube, die sehen uns weiter reden. Oh. Das ist ja verrückt, ich kann mich gar nicht zurücklehnen. Ich denke jetzt, ich kann mich so entspannen und dann bin ich ja mittendrin noch. Ja, kannst du trotzdem. Das sind auch meistens 7 Minuten, in denen die YouTube-Zuschauer abschalten. Passiv sind. Wir können so lange Narkolepsie spielen. Narkolepsie. Damit ist nicht zu spaßen. Narkolepsie. Damit ist nicht zu spaßen. Alles klar. Ja,
Guck mal, da bist du im Fernsehen, Finkelschmidt. Da bist du im Fernsehen. Eigentlich bin ich Dagi B, ich hab's doch vorhin versaut. Du bist doch Dagi B. Aber man sieht gleich, dass du Schminktipps machst, weil... Das ist, glaube ich, schon vorbei. Nee, kommt da, jetzt. Da, jetzt Schminktipp. Oh. 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 Ja, tatsächlich. Geschminkte Lippen. Ja, tatsächlich. Ja, man, ja, dann damit hätten wir bewiesen, Finkenschmidt von der Kapelle Petra ist Dagi B. Ja, absolut. Ja, man sieht das auch nicht auf den ersten Blick, aber das ist ja heutzutage mit den ganzen neumodischen Medien und der ganzen Programme möglich, dass man auch mal zwischendurch sich optisch verändert. Und ja, es war nicht leicht, aber... Aber es war es wert, ne? Absolut. Also der Erfolg gibt mir halt recht. Ja, du mit deinen stolzen 3 Millionen Abonnenten auf YouTube. Ja, ich meine, ja, die ganzen Kids, ich meine, wenn die wüssten, dass ich überleisten ziehe. Ja, kommt da auch noch hin, auf die 3 Millionen. Ihr seid bei 3.000. 3. 7. 3? 3,5. 4, 7. Oh, Abonnenten. Ach, Abonnenten. Ach, die Aufrufe, die zählen noch nichts. Wir müssen nach den Abonnenten gehen. Dann fehlt uns nur noch... Sonst werdet ihr keine erfolgreichen YouTuber, glaube ich. Kannst du mal bitte gleich Dagi B eingeben, wie viele Abonnenten die hat? Das kann ich natürlich machen. Dagi B. Eigentlich bin ich das. Ich bin noch nie gehört. Jetzt wollte ich gerade noch Dagi B und Kapelle Petra suchen, aber es macht irgendwie keinen Sinn. Ich kann da reinschwenken, dass man auch sieht, wie ich normalerweise aussehe, wenn ich beim zweiten Job nachgehe. Wir dürfen nur nicht aus den Augen lassen, wenn das Lied vorbei ist. Oh, okay. Ah, so, wie viele Abonnenten hast du? 2,4 Millionen. Ja, das wäre mal... Das und ich ziehe dir alle das Geld aus der Tasche. Ja, das tust du aber ziemlich erfolgreich. Ja, absolut. Ich war letztens auch auf dieser Messe in Köln. Da, vergessen, wie die hieß. Video Days? Ja, genau. Man kommt so viel rum und vergisst das immer so schnell. Und da habe ich auch, da habe ich alle. Also alle. Das wäre wirklich, alle, das wäre wirklich mal eine schöne. Willst du nicht mal so eine Rubrik machen? Kapelle Petra schön, Tipps von Finkel Schmidt? Nee, die kannst du selber machen. Ich bleib Dagi B. Das finde ich toll. Das wir machen hier schön. Tipps von. Ja, mal, wenn die so viele Aufrufe hat, das ist eine Marktlücke. Ich glaube auch. Ja. Das könnte was werden. Ja, ich befürchte, auch. Schminken. Ja. Wie lange rede ich jetzt schon? Gute 3/4 Stunde. Okay, dann haben wir noch 2 Stunden Zeit. Ihr habt ja nichts vorne. Deine Audition-Leiste. Viertelstunde, das ist glaube ich ziemlich gut. Ja. Ah, das sieht es auch schon vorbei. Oh, hey. Schwarzbild. Unfassbar. Ja, ich wurde gerade noch dazu beauftragt, von der Kapelle Petra hier zu zeigen, wie der Schlagzeuger Fickenschmidt privat normalerweise rumläuft. Ja. Aha. Ja, nicht privat, als Dagi B. Mit verschiedenen oben. Als, nein, als wir haben nur feucht. Dagi B. Das bin ich nämlich eigentlich. Das ist eine gute Frage. Also für die Radiozuhörer, wir haben hier gerade ein YouTube-Video von der guten Dagi B geöffnet. Mit dem Titel Nein, wir haben nur feucht, F und dann ganz viele Sternchen. Aber. Jetzt stelle ich mir gerade ernsthaft die Frage, was soll das bedeuten? Feuchte Tücher. Haben wir auch dabei, ja. Ja, stimmt. Genau. Das ist auch ganz wichtig. Sie haben vorhin schon stolz präsentiert, Babyfeuchttücher oder waren das Windeln? Ich bin etwas verwirrt. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ich glaube, wir kriegen später das besorgt. Ja. Das habe ich in Frankfurt am Proberaum von 11 Morgen mitgenommen, die eine sehr reinliche Band sind. Stimmt. Oh ja, da wir eine nicht so reinliche Band sind, haben die uns aufgefordert, mal das mitzunehmen, damit auch wir gemeinsam mit Doggy B. Neue Wege gehen können. Das ist ganz praktisch, wenn man sich abschminkt, kann man das auch immer benutzen. Was wieder verschießbar? Ich ja. Bedanke mich übrigens schon mal im Namen der Bürgermedien dafür, dass du das Logo gerade so schön in die Kamera hältst. Ja, bitte, gerne. Gibt aber auch von A und P und von Tipp. Genau. Und von A und P. Und von Tipp. Und von gut und günstig. Aber das ist doch toll, jetzt hier schon mit Schminktipps und so. Ja, und dann muss man das so machen. Und schon ist die Schminke runter. Da ich jetzt keine drauf habe, fällt das nicht so auf. Und da wir im Radio sind, fällt das so oder so nicht so natürlich auf. Genau, und da wir im Radio sind, fällt das sowieso nicht auf. Aber ich mache auch immer, ich habe auch letztens gelernt, es gibt diese so Einkaufstutorials. Habt ihr das mal gesehen? Einkaufstutorials? Ja, das ist total lustig, das müsst ihr mal angucken. Das mache ich auch bald als Doggy B. Und zwar geht man in den Laden, zum Beispiel in DM oder zu Rossmann. Und dann kauft man sich Produkte. Und dann kommt man mit der Tasche nach Hause. Ach, du meinst so ein paar ganz wilde Schnitte? Ach, du meinst ein Haul? Was? Ein Haul. Was? Ein Haul? Ein Haul. Ach, ein Haul. Dann macht man ein Haul. Und dann greift man so eine Tüte und sagt man so, ach, ich habe mir hier heute zum Beispiel vom Pampers die neuen Sensitiv gekauft. Die finde ich viel besser, weil die Sensitiv nämlich total gut sind für meine Haut.
Und die anderen, die ich vorher ausprobiert habe von Tipp, die waren nicht so gut. Deswegen kaufe ich die. Es gibt aber natürlich auch sehr schöne Feuchtpflegetücher von Rewe oder von DM. Auch von Rewe und von DM. Oder aber von Netto. Meine Haut total gut. Und dann machen wir den ganzen Willentisch und sagen sie, heute war ich auch bei 48.1 Münster. Und das ist mein Lieblingssender, weil die machen das total gut mit Video und so. Und bei anderen Sendern hat mir das nicht so gut gefallen. Und dann greifen die eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde in ihre Tasche und holen Produkte raus. Das ist echt bescheuert. Ehrlich. Ja, aber das mache ich als Doggy B auch bald, da kann man nämlich Geld mitmachen. Das war das Wort zum Sonntag. Ja. So. Das habe ich jetzt ganz aus dem Konzept gebracht, was so oder so schon nicht sonderlich vorhanden war. Das macht aber auch überhaupt nichts. Wir haben gerade schon Musik von euch gehört. Und wir sind jetzt ungefähr in der Mitte unserer Sendung angekommen und würden mal zu dem Zeremoniell. Zu dem traditionellen Teil kommen. Ah! Und würden dann einmal live zu euch rüberschalten, wie ihr den Song. Moment. Arbeit! Ja! Präsentiert. Okay. Danke. Kapelle Petra mit Arbeit. Auf geht's. Arbeit die Scheiße! Arbeit die Scheiße! Arbeit die Scheiße! Viereinhalb Stunden Mittagsschlaf sind grundsätzlich legitim. Aufstehen muss man sowieso irgendwann, also braucht man das ja nicht unbedingt jetzt tun. Es gibt immer mehr zu machen, als man machen kann, also fangen wir doch erst gar nicht damit an. Denn Saxophon in der Vitrine macht noch lange keinen coolen Jazzclub, Mann. Wir haben die Arbeit nicht erfunden, die war ja eh schon vor uns da. Und wo gehobelt wird, muss man Späne aufheben. Und das lassen wir doch lieber mal. Gebt auch den Menschen der großen Tat ein bisschen mehr Barbiturat. Entspannt euch und seid bereit für das Verschwenden eurer Zeit. Wegen meiner zwei ganz linken Hände, die ich über alles auf der Welt verehr, muss ich wesentlich weniger anpacken und hab mehr Zeit für Solitär. Wer nicht viel kann, muss nicht viel tun. Das ist altes, edles Gesetz. Und schaffe, schaffe, Häusle baue, ist altes, elendes Geschwätz. Denn wir haben die Arbeit nicht erfunden, die war ja eh schon vor uns da. Und wo gehobelt wird, muss man Späne aufheben. Und das lassen wir doch lieber mal. Gebt auch den Menschen der großen Tat ein bisschen mehr Barbiturat. Entspannt euch und seid bereit für das Verschwenden eurer Zeit. Und hört auf, euch über uns zu beschweren und über Faulheit zu beklagen. Man soll keine schlafenden Hunde beißen und erst recht nicht mit Spatzen auf Kanonen schmeißen. Montags ist Erholung vom Wochenende und dienstags meistens auch. Mittwochs und donnerstags Vorbereitung drauf. Friday, I'm in love. Wir haben die Arbeit nicht erfunden, die war ja eh schon vor uns da. Und wo gehobelt wird, muss man Späne auflegen. Und das lassen wir doch lieber mal. Gebt auch den Menschen der großen Tat ein bisschen mehr Barbiturat. Entspannt euch und seid bereit für das Verschwenden eurer Zeit. Telemark. So, Kapelle Petra mit Arbeit, meine Damen und Herren. Ja. Grandioser Song. Ich musste gerade die Kamera halten und doch mich dabei etwas konzentrieren, nicht in Gelächter auszubrechen. Weil ich finde eure Lyrik so wunderschön, aber gleichzeitig so zum herzhaft zum Lachen. So, genug Komplimente. Danke. Sie haben mir schließlich ein Album geschenkt. habt ihr sonst noch gerade spontan irgendwas auf den Lippen, was ihr loswerden wollt? Nö, ihr könntet ihr dieses Album alle kaufen. Es kommt nämlich jetzt am 5.2. raus.
mit 14 internationalen Hits auf The Underforgotten Table und kommt ja zur Tour. Am Freitag ist leider ausverkauft schon, beziehungsweise ist es eigentlich geil, dass es ausverkauft ist. Ne? Aber ihr könnt, wenn ihr Bock habt, noch mit uns feiern. Also das Konzert ist leider ausverkauft, aber wir feiern danach noch ab 12. Tanzen, das geht. Quatsch, das schon geht. Ja, okay, Bierchen trinken, das würde gehen. Also kommt vorbei. Sputnikhalle. Yay. So, das war der Werbeteil. Und jetzt kommen wir wieder zum journalistisch wertvollen Teil. Seriös sozusagen. Genau. The Underforgotten Table, nachdem ich gelernt habe, wie man diesen Namen ausspricht. Warum heißt denn das Album so? Ja. Ja. Da ist man sich direkt einig. Ja, nein, also, hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Aber ein guter Freund von uns, der suchte mal irgendwann in so einem U2-Song und war ganz hibbelig und war ganz aufgeregt und sagte, wie hieß nochmal dieser eine Song hier von dieser einen Band? Warte mal, auf dem einen Album hier, The Underforgotten Table. Und er meinte aber, The Unforgettable Fire. Das war so der Bogen. Und das fanden wir lustig. Das ist auch schon 15 Jahre her. Und haben jetzt gesagt, jetzt könnte die Platte einfach mal so heißen. Also heißt ja sonst keine Platte. Also unsere. Ja, generell, eure Platten haben generell Namen, für die manche andere Künstler, glaube ich, ihre Alben nicht so benennen würden. Ja, kurz, knapp, knackig. Ja, Schrank. Ja, ja, gerade Schrank bleibt mir da immer wieder im Kopf, weil ich da auch das Artwork so schön sporadisch finde. Ich glaube, da war der Schrank auch ausschlaggebend. Ne? Wir suchten irgendwie nach einem Namen und Opa hatte halt irgendwie diesen hässlichen, fürchterlich hässlichen Wohnzimmerschrank. Naja, so kann man sagen. Er hatte auch seine Zeit sicherlich, aber dann fanden wir ihn alle schön hässlich und haben gedacht, wenn man sich davor postiert, das ist doch ein tolles Bild. Also war erst das Cover da und dann der Name? Nee, aber der Schrank war da. Erst bei der Schrank da, dann der Name, dann das Cover. Wenn ich erst das Zauberbier da drin gemacht, das kann sein. Ah, das kann sein. Also wir haben ja auf der Kulisse auch schon mehr Faxen gemacht. Und dann kam, glaube ich, vielleicht dann irgendwie die Idee, ey, so könnte mal ein Album heißen. Ja, Schrank damals, glaube ich, sogar noch im Eigenvertrieb rausgekommen. Mhm. Yep. Ja, stimmt. 2002, das ist ja auch schon eine Ewigkeit her. Wir haben auch jetzt demnächst eine Museumsausstellung. Das ist übrigens auch noch toll. Das ist in Hamm, das ist ja nicht so weit weg. Und wir haben gedacht, es gibt ja jetzt Kapelle Petra ungefähr 100 Jahre. Also könnten wir mal im Museum anklopfen und fragen, ob die nicht bereit wären, eine Ausstellung mit uns zu machen. Und zack, das Museum, das Gustav-Lübcke-Museum Hamm, hat gesagt, ja, machen wir. Ihr habt es verdient. 100 Jahre Kapelle Petra, Bekloppenpop im Wandel der Zeit. Das ist wirklich was museal auch mal dargeboten werden müsste. Und deshalb sind wir ab dem 16.02., da ist so ein kleines Pri-Konzert. Mit Lady Gaga, die Schminktipps gibt. Baby G. Doggy B. Doggy B. Ich gebe erst Schminktipps, danach spielt die Kapelle ein kleines Konzert. Ich muss mich dann noch im Backstage ein bisschen umziehen, aber bin ich ja gewohnt. Und ab dem 17. da kann dann jeder ins Museum kommen. Ja. Für 11 Tage. Ja. Und wir stellen verrückte Sachen aus 100 Jahre Kapelle. Was kann man da unter anderem Tolles begutachten? Die Partyhütchen aus sämtlichen Jahrzehnten oder? Unseren Proberaum zum Beispiel. Zum Beispiel, den ganzen Proberaum nehmen wir. 1:1 haben wir den ins Museum gebracht. Ja. Dann hat eine bekannte Künstlerin, wirklich eine bekannte und gute Künstlerin, Skulpturen von uns gemacht. Ja, die aus Ton. Aus Ton. Eine ganz liebe Freundin hat so ein ganz tolles Bild von uns nochmal mit Textzeilen der Kapelle dargestellt. Ja, großartig. Ein Wimmelbild. Ein Wimmelbild. Ein Wimmelbild. Kennt man ja aus diesen. Genau. Und aus den Arztpraxen steht das immer für die Kinder. Wimmelbilder. Finde ich toll. Ja. Und es werden halt ganz viele Devotionalien aus den letzten 100 Jahren Kapelle halt gezeigt. Die ganzen Schlüppis. Schlüppis. Boffis sind es ja. Leider nur, die dann immer auf die Bühne geworfen werden. Ja. Zum Beispiel. Oder Guidos erstes Plektrum. Ja, oder meine ersten Festivalstiefel. Die hast du noch? Die sind von. Warte mal, das waren. 1927 war das, glaube ich. Ja. Genau, das war kurz hier vor der Weltwirtschaftskrise. Ja. Da habe ich nämlich meine ersten Schuhe, weil ich auf dem Festival Wacken damals. Und die werden auch ausgestellt. Mhm. Also wirklich Reliquien. Ehrlich. Ehrlich, ohne Scheiß. Also bis gerade eben war ich mir ziemlich sicher, dass ich mal zu eurer Ausstellung vorbeikomme. Jetzt überlege ich mir das nochmal, wenn ich den Geruch deiner Stiefel ertragen muss. Da haben die noch nicht gestunken. Die sind wirklich noch Schuhgröße 28. Da hat man noch keinen Fußgeruch. Außerdem hatte ich immer hier feuchte Tücher. Von 48,1. Das kann Doggy B besser. Doggy B. Ja, geheime Talente auf jeden Fall hier gefunden. Stimmt. Wohl. Ich mache mal den nächsten zweiten Kanal. Der heißt hier dann Babybell oder so. Ja. Kann ich auch. Mhm. Food. Essen sagt man nicht mehr Food, sagt man heutzutage. Ich bin nicht mehr Essen. Ich bin wieder bei Fuß.
Ja, genau. Seid ihr denn eigentlich auch auf sozialen Medien so aktiv, wenn wir gerade schon darüber reden? Habt ihr Instagram-Accounts, wo ihr regelmäßig euer Essen abfotografiert? Absolut, aber nur für uns selbst. Ne, haben wir nicht. Wir haben einen großartigen Facebook-Account, wo wir unser Essen abfotografieren. Deswegen brauchen wir es bei Instagram nicht mehr zu tun. Alles klar. Genau. Ja, genau. Also ihr habt jetzt im Prinzip 6 Minuten noch frei zur Verfügung, dieses Programm so zu gestalten, wie ihr denkt, Bürgermedien müssten sein. Oh, wow. Okay. Das ist total gut. Dann mach der nächste Schminktipp erstmal. Wir überlegen in der Zwischenzeit schon mal, was wir noch sonst machen. Okay. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, bevor man sich, bevor ihr eure Produkte auflegt, müsst ihr darauf achten, dass die Haut sehr rein ist. Und da hilft auf jeden Fall immer so ein Feuchttuch. Damit kriegt ihr auch die Poren schön sauber. Ja, das wirkt jetzt nicht so authentisch, ich weiß, weil ich ja nicht so im Dagi-B-Optik unterwegs bin. Aber das, ja, wir sehen uns ja demnächst wieder. Hey, jetzt hier. Habt ihr das überlegt? Da ihr ja jetzt alle nicht nach Münster kommen könnt, weil das Konzert ja ausverkauft ist, haben wir noch andere Tour da. Und zwar spielen wir nächste Woche in Hamburg im Molotow. Ein sehr beliebter Laden auf der Reeperbahn. Ja, Hamburg ist oben an der Nordsee, an der Elbemündung da so. Nicht so weit, A1. A1, so. Ja, zack. Dann, falls ihr aber Hamburg nicht schafft, weil das ja am Donnerstag ist, ist ja mitten in der Woche, könnt ihr am nächsten Tag nach Bremen kommen. Dann müsst ihr einfach nur die A1 wieder runterfahren. Da kommt ihr automatisch durch Bremen durch und dann ist man im Viertel. Im Viertel, genau. Wir spielen da im Lagerhaus und wir haben auch wieder dieses, habe ich schon geguckt, das tolle Apartment, was wir beim letzten Mal auch hatten. Oh, das ist schön. Oh, das ist nämlich direkt an der Weser. Ja, genau. Und so, es ist eher so, ja, fast so eine alte Villa, wo man so eine Etage bewohnen darf, so Guest Apartments. Sehr cool. Und das Lagerhaus mitten im Viertel, immer eine Reise wert, allein das Viertel schon hinterher, um noch mit Bier trinken zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Nein. Naja, Studenten kommen aus Münster nicht raus. Auf jeden Fall fahren wir dann, falls ihr das nicht schafft, sind wir dann am Samstag in Hannover. Da muss man dann quasi nur die A1, dann fährt man A2 und dann ist man ja auch wieder Hannover. Und da könnt ihr dann alle ins Musikzentrum kommen. Da so. Waren wir allerdings noch nie, aber ich habe da letztens ein Bild gesehen, finde, das ist auch ein sehr schöner Laden. Hat mich ein bisschen ans Lagerhaus auch erinnert. Wir waren vorher immer im Che Heinz, es hat immer mega viel Spaß gemacht, war immer sehr voll. Deswegen dürfen wir jetzt mal ins Musikzentrum, ne? Finde ich schön. Finde ich auch gut. Freue mich sehr. Der Vorverkauf läuft übrigens gut, also beeilt euch mit den Karten. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber auch, weil das ist ja größer, da muss man auch, müssen mehr Leute kommen, deswegen müsst ihr jetzt kommen, komm, bitte. Genau, falls wir aber das nicht schafft, sind wir an den Wochenenden danach, sind wir in Kassel und das, da gibt es auch eine schöne Geschichte, weil da fahren wir die A44 ist das, und da können wir bei unserem Booker, nämlich unser Dosenbier abholen. Ja, eine bekannte Brauerei, die ich ja hier nicht nennen darf. Es könnte aber Feldins oder Isenberg sein. Ist es aber nicht. Es ist Paderborner. Weil wir ja dieses Geburtstagsvideo gemacht haben, habe ich irgendwann mal bei der Brauerei angerufen und gesagt, ey Leute, hier 40 Milliarden Klicks, da müsst ihr jetzt auch mal einspringen lassen. Und seitdem machen die das Toursponsoring in Sachen Hopfengetränk. Das Tourdeputat. Ja, das Tourdeputat. Und das können wir dann auf dem Weg abholen. Vorher haben wir leider nichts. Nein. Aber falls ihr das nicht schafft, am 18. nach Kassel zu kommen, könnt ihr am 19. einfach nach Plauen fahren. Das ist mal, kommt ja mal Richtung Erzgebirge. Da kann man auch mal das schöne Land sehen. Das ist auch nah an der tschechischen Grenze, kann man Christeln mitkaufen. Wenn man solche Ambitionen hätte. Ich will nur darauf hinweisen, du bist ja nicht weit weg. Nee, stimmt. Da spielen wir im Malzhaus, haben wir letztes Jahr auch gespielt. Das war ein riesiger Erfolg. Das hatten wir erst gar nicht gedacht, weil wir in der Region gar nicht so bekannt sind. Da gibt es eine ganz spannende Geschichte zu. Ihr alle kennt Rio Reiser. Ja. So, der Rio Reiser hat kurz vor seinem Tode dort sein letztes Konzert gespielt. Ja. Jetzt kommt ihr. Und wusste es nicht. Ja, stimmt. Stimmt. Und außerdem hatte ich da einen Hund dabei und das Hotel durfte keinen Hund. Da habe ich einen riesigen Anschiss gekriegt. Ja. Das Hotel war auch gar nicht so gut. Oh, seid ihr tierlieb alle? Ja, ich bin auf jeden Fall lieb. Aber, jetzt, um mich vom Thema abzulenken. Entschuldigung. Das geschafft an dem Wochenende. Du hast es uns hier überlassen. Könnt ihr nach Berlin kommen? Berlin ist ja immer eine Reise wert, ist unsere Hauptstadt. Da spielen wir im Musik und Frieden. Das hieß früher Magnet, beziehungsweise Komet, der Club. Magnet-Club. Ja, genau. So, ja. Also mitten in der, da wo das... An dieser Brücke. Wie heißt diese Brücke? Diese berühmte Brücke mit den Türmchen drauf. Wie heißt diese Brücke nochmal? Backsteinbrücke. Ja, Backsteinbrücke. Die berühmte Berliner Backsteinbrücke. Das ist genau. Da werden wir immer alle so nach Partys, sind die alle da drauf und sind total voll. Und Kreuzberg, Friedrichshain. Und da hatten wir auch eine lustige Geschichte. Wir waren nämlich um die Ecke herum in einer Kneipe und trafen uns dann mit einem Freund aus Hamm, der auch gerade in Berlin war. Und jetzt kommt so ein paar Punks. Günter Netzer ist das Stichwort, ne? Günter Netzer ist das Stichwort. Da kam so ein lustiger Mann. Der war schon ein bisschen angesoffen und vielleicht auch
Nein, nein, nur angesoffen. Nur angesoffen. Auf jeden Fall kam der immer zum Tisch und sagte: Hallo! Hallo! Und zwar einen ganzen Abend lang. Zwischendurch frug er immer: Welche Schuhgröße hat Günther Netzer? Und unser ehemaliger Toningenieur von der vorherigen Platte wusste das. 46. Ja. Falls ihr aber in Berlin nicht zugegen sein könnt, weil das zu weit weg ist, könnt ihr nach Bielefeld kommen. Und so, da ist ein nein. Stichwort. Es tut mir leid, aber die Zuhörer von Münster Radio können leider nicht nach Bielefeld kommen, weil es Bielefeld nicht gibt. Dann überspringen wir den Teil. Gut, das haben wir ja total leid. Am 26.12. Dann haben wir einen Off-Day. Könnt ihr leider nicht nach Bielefeld kommen, aber am 27. könnt ihr dann nach Oberhausen kommen. Oberhausen. Mitten im Ruhrgebiet spielen wir dann im Zentrum Altenberg. Haben wir auch schon zwei, dreimal gespielt. Nicht in dem Laden, sondern im Druckluft damals. Haben wir keine Geschichte zu. Haben wir auch keine Geschichte dazu, das stimmt. Ihr könnt auch einfach weitermachen. Wir müssen uns auch langsam etwas beeilen. Nein, so, also dann im Stellenplan. Dann sind wir genau am 3. März sind wir dann in München. Das ist ja hier um die Ecke, fängt ja auch mit Müll an. Also könnt ihr da hinkommen. Backstage, cooler Laden, aber schlecht schlafen kann man da. Da kann man schlecht schlafen, das ist ein Container. Und früher gab es immer Krieg, unser Ex-Techniker war München-Fan, da gab es immer Krieg zwischen Opa, der Gladbach-Fan ist, und so Techniker, der Bayern-Fan ist, da gab es immer Krieg im Bus. Aber ist vorbei. Nächsten. Genau. Ah ne, aber trotzdem muss man doch sagen, der Schlafcontainer war nämlich direkt neben dieser Halle, wo 5000 Leute letztes Jahr 4 Milliarden Jahre Bayern München gefeiert haben. Das war furchtbar. Ein Auge zugedrückt. Ganz kurz, danach sind wir in Frankfurt mit Andi von 11 Morgen. Nachtleben, großartiger Laden. Mitten in der Stadt, super. Der Stadt. Oh, eine Geschichte. Ja, ja, ja. Und nebenan ist Basta Pizza. Nee, fuck. Basta Pasta. Und Basta Pasta gehört Dolly Basta. Hätte auch keiner gedacht, ne? Wow. Am nächsten Tag sind wir dann in Stuttgart, auch um die Ecke. Dann am 10.3. in Köln. Waren wir gestern übrigens auch beim WDR. Ja. Dann Trendelburg, das kenne ich gar nicht, diese Stadt. Das ist Bielefeld. Aber wir sind da. Freut mich trotzdem. Ich finde das immer toll, wenn man Städte nicht kennt. Aachen, Krefeld, Warendorf, hier, iFan Festival. Könnt ihr alle hinkommen, ist hier um die Ecke. Mit Prinz Pi übrigens zusammen. Und so einem Star aus so einem Dings. Super Dings. Robbie Williams. Dann noch Göttingen, Lingen, Neunkirchen, Fulda und Abschluss, Tourabschluss ist Soest. Auch hier um die Ecke. Jawohl. Da ist quasi Viertelmeister groß geworden. Da bin ich groß geworden im Kreis Soest. Schlachthof, eine Institution in der Gegend. Also, ihr habt jetzt die komplette Kapelle-Tour. Wenn ihr nicht da seid, gibt's richtig Lack. Schöner Backstage übrigens im Schlachthof auch. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, geht da mal rein. Mit Kicker und so und Umkleiden und so. Ist toll. Ich hätte gerne noch mehr Geschichten erzählt, das war jetzt ein ziemlicher Schnelldurchlauf, deswegen lasse ich das jetzt auch einfach. Genau. Ja, die Kapelle Petra, meine Damen und Herren, ich bedanke mich erstmal herzlich, dass ihr hier wart, dass ihr uns, dass ihr mir so wortgewandt hier aus der Klemme etwas geholfen habt. Ja, sehr gerne. Ja, Applaus für euch, Applaus für mich, ja, Applaus für uns alle. Sehr schön. Genau. Sehr schön, Kapelle. Die Herren sind gerade aufgestanden, das konnten sie im Radio jetzt nicht sehen. Ja, und dann bedanke ich mich. Wir werden uns mit hoher Wahrscheinlichkeit am Freitag in der Sputnik-Halle sehen. Juhu. Jawohl. Juhu. Gehen Sie zum Backstage, gehen Sie zum, nicht zum Backstage, zur Aftershow, oh Gott, bitte gehen Sie nicht zum Backstage. Gehen Sie zur Aftershow-Party, schleichen Sie sich über den Zaun. Ja, genau. Ja. Sehen Sie sich die Kapelle Petra an, kaufen Sie sich das neue Album, The Under Forgotten Table. Auch gerne die alten Alben. Ja, kann man auch mal machen. Kapelle Petra, The Under Forgotten Table. Ich glaube, bevor ich mich jetzt hier noch mehr verhaspel, war es das erstmal. Tschüss!